Hallo YouTuber, heute ist der 1. November 2015 und ihr kennt vielleicht oder erinnert vielleicht aus dem Alten Testament das Zelt der Begegnung, das die Israeliten nach ihrer Flucht aus Ägypten nach den Anweisungen Gottes gebaut haben. Es ist ein Abbild für einen Ort, an dem wir Gott begegnen können und hat sehr viel Symbolik und das alleine wäre ein durchaus interessantes Thema für ein anderes Video. Aber was ich sagen will, ist, dieses Zelt war ein Abbild der Wirklichkeit, wie alles im Alten Testament ein Abbild, ein Schatten dessen ist, was im Himmel wirklich ist. Und in Wahrheit liegt dieser Ort in unserem Innersten. Und mit diesem Video würde ich dich gerne jetzt durch eine christliche Meditation in diesen innersten und geheimen Ort der Begegnung, der Heilung und der Liebe Gottes führen. Gottes Liebe ist die wohl mächtigste Kraft und wenn du in ihr geborgen bist, dann heilt sie dich von allen Krankheiten, hält das Böse von dir fern. Es ist ein Ort der Geborgenheit, an dem du komplett heil und auch unantastbar bist und an dem Gott dir auch deine Fragen beantwortet. Halt ein Ort der Begegnung, ein geheimer Ort. Ja, ich würde dich jetzt gerne einladen, mit mir zusammen zu entspannen. Schließe deine Augen und nehme ein paar tiefe Atemzüge. Alles, was nicht gut ist in dieser Welt, auch alles, worauf du hoffst oder was du gern von Gott erbitten würdest, Heilung zum Beispiel oder Fragen, die du hast, all das lässt für den Moment draußen. Gott weiß um diese Dinge und er wird sich dieser Dinge auch annehmen. Darauf kannst du dich verlassen. Aber du konzentriere dich jetzt allein darauf, Gott zu begegnen. Und schüttle alles andere wie Staub von den Füßen. Egal wie wichtig dir deine Anliegen vielleicht sind, in diesem Moment ist es nicht wichtig. Gott weiß um diese Dinge. Das lass jetzt nicht deine Sorge sein, denn Gott sorgt für dich. Wenn es eine Sünde in deinem Leben gibt, so bekenne jetzt deine Schuld. Denk dabei auch an den vergangenen Tag. Warst du unfreundlich zu jemandem? Warst du neidisch oder stolz? Hast du einem anderen etwas Gutes nicht gegönnt? Warst du unehrlich, hochmütig? Hast du über andere gelästert? Oder hast sonst irgendetwas getan, das Gott missfällt? So bekenne es jetzt vor ihm und bitte ihn um Vergebung. Sag Gott, dass es dir leid tut und fass den Entschluss, von den Dingen, die falsch sind, abzulassen. Nehme dir in deinem Herzen vor, diese Dinge nicht mehr zu tun und bitte Gott hierfür um seine Hilfe. In unserem geistigen Auge blicken wir auf das Kreuz und danken Jesus dafür, dass er durch seinen Tod alle unsere Sünden auf sich genommen hat, dass wir allein durch ihn rein geworden sind und zu ihm kommen dürfen. Jesus Christus ist für deine Schuld gestorben und er spricht dich frei. Darum empfange jetzt seine Vergebung. Somit rein geworden und frei von jeglicher Schuld,
kannst du nun einen nächsten Schritt vor Gottes Angesicht treten. Denke dabei zunächst an die Dinge, die gut sind in deinem Leben und danke Gott dafür. Lass dein Herz sich anfüllen mit Dankbarkeit. Stell dir einen Ort vor, an dem du einen inneren Frieden spürst. Dieser Ort erfüllt dich mit Frieden. Vielleicht ist es ein kleiner Bach, ein Ort in den Bergen, vielleicht ein warmer, sonniger Strand mit dem Meeresrauschen vor dir, ein Ort, an dem du den Wind in deinen Haaren spürst, oder einfach nur der Ort, in dem du dich jetzt gerade befindest. Wichtig ist nur, dass du dich sicher fühlst, geborgen und leicht. Wisse, dass Gott die Kontrolle hat. Du kannst einfach loslassen. Du kannst dich einfach fallen lassen. Öffne ihm dein Herz. Lass seine Liebe in dein Herz strömen und verhärte dein Herz dabei nicht. Falls dir noch verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen, dann nimm dir einen Moment Zeit, diese Gedanken Gott zu übergeben. Denn je weniger Last du mit dir herumträgst, desto einfacher wird es sein, dein Herz sich mit seiner Liebe anfüllen zu lassen. Mit jedem Atemzug, den du tust, lass mehr los von allem, was dich beschwert. Lass es los. Gott hat die Kontrolle. Die Bibel lehrt uns die Wichtigkeit der Liebe. Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 7 bis 8 steht: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ruhige dein Herz und wisse, dass Gott dich liebt. Er liebt dich mehr, als es irgendeinem Menschen auf dieser Welt überhaupt nur möglich wäre. Seine Liebe ist bedingungslos. Fülle deinen Gedanken mit der Liebe Gottes und lass keinen einzigen schlechten Gedanken mehr zu. Lass alles Negative hinter dir, was ist draußen. Und denke in Liebe und Anbetung an Gott. Deine Seele preise ihn, dein Herz preise ihn. Lass dein Herz in deinem Innern sich mit Liebe zu Gott anfüllen. Lass seine Liebe durch dein Herz fließen. Und egal in welchem Zustand deine Gefühle sind, egal ob du da noch Hindernisse oder Blockaden in dir bemerkst, es ist okay. Es ist okay. Gott wird sich deiner annehmen. Lass einfach los. Versuche nicht an Dingen festzuhalten, sondern lass alles los. Betrachte Gottes Liebe für dich, lass sie zu und versuche sie anzunehmen. Spüre die Liebe,
die Wärme, die Freude in deinem Innern. Diese Liebe kann überwältigend sein. Habe keine Angst, sie zuzulassen. Angst ist nicht von Gott. Vertraue ihm. Und falls dir Tränen kommen, lass auch sie zu. Welche Gefühle auch immer die Begegnung mit Gott in dir hervorruft, akzeptiere sie und versuche, sie hinter dir zu lassen, bis nichts als reine Liebe dein Herz erfüllt. Im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 9 steht: Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und Jesus, der auferstanden ist und durch den wir teilhaben an dem ewigen Leben, lehrte uns, einander zu lieben. In Johannes 13, 34 sagte er: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Lass diese Worte sich in dir entfalten und betrachte mit deinem geistigen Auge Jesus und seine Liebe. Mit weit geöffneten Armen steht er vor dir. Er liebt dich, in welchem Zustand auch immer du dich gerade befindest, was auch immer alles hinter dir liegt. Er liebt dich. Er hat so viel Liebe für dich. Öffne ihm dein Herz. Vertraue ihm dein Herz an. Gebe ihm dein Herz und alles, was daran hängt. Jesus liebt dich und heilt dich von innen heraus. Er gibt dir seinen Frieden. Jesus ist unser Heiland, unser Retter. Er ist unser Arzt. Der große Heiler, der unseren Körper, Geist und Seele heilt und auch reinigt. Und mit nur einer kleinen Berührung wird er jede Wunde heilen. Er nimmt deine Lasten weg und erlöst dich von allem Bösen. Habe Vertrauen in ihn. Wie im Galaterbrief steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. In Epheser Kapitel 3, Vers 16 bis 19 steht: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Bitte Jesus, in dein Herz zu kommen. Bitte ihn, alle deine Wunden zu heilen. Seine Hand ist zu dir hin ausgestreckt. Ergreife sie mit deiner Hand. Er ist bei dir. Und erlaube ihm,
das Werk in dir zu tun, das er in dir tun möchte. Du bist ein Kind des Höchsten. Lass ihn dich führen in allen Dingen. Bleibe fest gegründet in Gottes ewiger Liebe. Verbinde dein Herz mit seinem. Denn dies ist eine Liebe, die niemals enden wird. Eine ewige Liebe, denn Gott ist ewig und Gott ist Liebe. Nimm dir einen Moment, um dich an Gottes allumfassender Liebe und Heilung zu erfreuen. Danke, Jesus, dass du uns heilst, dass du uns Freiheit und ewiges Leben anbietest. Danke für deine Liebe, für deine Fürsorge, für deinen Frieden. Für die Frucht des Heiligen Geistes. Wir finden Freude und Stärke in dir. Gottes Liebe ist mit dir. Sie ist überall um dich herum. Sie ist in dir. Gott ist Liebe, niemals endende Liebe. Und du bist angefüllt mit der Fülle Gottes, denn du bist fest in ihm verwurzelt. Und du fühlst seinen großen Frieden. Und das Übermaß an Liebe, das Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Dies ist der geheime Ort, den du in deinem Herzen kreiert hast. In ihm bist du mit Jesus gemeinsam verborgen. Der geheime Ort, an dem du mit Jesus ganz alleine bist. An dem du ihm begegnest. Verborgen vor aller Welt. An dem du sicher bist. Und seine Liebe dich umgibt. Bleibe noch eine Zeit lang bei ihm und höre auf das, was er dir ganz persönlich sagt. Habe keine Angst. Er liebt dich und hat nur dein Bestes im Sinn. Gott segne dich.